Zur Kommunalwahl am 11. September sind fast 412.000 Einwohner Hannovers zum Urnengang aufgerufen. Beim Hartz-Wahlforum am Mittwochabend stellten 8 Spitzenkandidaten die Position ihrer Partei vor. Eine hitzige Debatte entwickelte sich dabei vor allem um das Thema Asylpolitik und die Unterbringung von Flüchtlingen. An sich ist diese Sammelunterkunft in Ordnung, solange bis die Flüchtlinge oder die Asylbewerber halt beschieden worden sind. Und dann muss aber auch konsequent ausreisepflichtig heißt ausreisepflichtig. Das muss einfach gemacht werden. Und zu einem Rechtsstaat gehört eben auch, dass man sich gegen eine Entscheidung wehren kann. Das nimmt jeder Bürger für sich in vielerlei Hinsicht in Anspruch, auch Bürgerinnen und Bürger, die im Asylverfahren sind. Klar ist aber auch, wenn dieses Verfahren negativ beschieden ist. Moment, Herr Döring, Asylbewerber sind keine Bürger. Ja, das unterscheidet uns. Weil wenn Sie zwischen Bürgern und Menschen unterscheiden, dann ist das die Differenzierung, die uns ausmacht. Und da sage ich, die macht uns gerne auf. Wir dürfen den Asylbewerber wählen. Asylbewerber sind in diesem Land und suchen Schutz und begeben sich in einen Rechtsweg, den wir seit Unterzeichnung der Genfer Menschenrechtskonvention garantieren. Auf dem Podium hatten sich 2 Lager gebildet. Das Thema Integration wurde heiß diskutiert. Um die 70%, ich habe nicht die genaue Zahl, der Bürger haben eine große Angst vor einer weiteren Ausbreitung des Islam. Es ist ja zum einen so, dass die meisten Flüchtlinge, die kommen, oder ein großer Anteil von denen, Ihre Partei sagt doch Schädlinge und Ungeziefer, das habe ich heute gelesen in der Hatz, das stand doch, oder was ich damit sage, ich bin ja selber Moslem, ich bin einfacher biertrinkender Moslem. Und so eine gesamte Bevölkerungsgruppe zu stigmatisieren, das ist echt eine Unverschämtheit. Themen waren aber auch die Steintorbebauung, das Raschplatzproblem oder die Einführung der blauen Plakette, bei der ältere Dieselfahrzeuge die Innenstadt meiden müssten. Umweltaspekttechnisch gesehen sind wir da, glaube ich, alle einer Meinung, dass es sinnvoll und richtig wäre, auf unsere Umwelt zu achten. Andererseits trifft es genau die Schwachen und die armen Leute in unserer Gesellschaft mit der Einführung dieser blauen Plakette. Das würde nicht bedeuten, dass, wenn man nicht echt ein niegelnagelneues Auto gerade vom Werk hat, maximal 1,5 Jahre alt, keiner von uns mehr in die Innenstadt fahren dürfte. Wir müssen aber feststellen, dass die blaue Plakette und beziehungsweise erstmal der Schadstoffausstoß hier jeden Tag Geld kosten wird. Es gibt, wenn jemand klagt gegen die Stadt Hannover, die Auflage, jeden Tag 10.000 Euro zu bezahlen. Und wir werden, wenn die blaue Plakette eingeführt wird, bundesweit natürlich hier als Stadt Hannover sie auch einführen. Der größte Arbeitgeber in dieser Stadt ist VW Nutzfahrzeuge, ja, mit immerhin 20.000 Arbeitsplätzen direkt im Werk und etwa nochmal 20.000 Arbeitsplätzen in der Region, die direkt an den Zulieferern hängen. Und hier wird so ein bisschen so getan, als ob wir diese ganzen Arbeitsplätze dann mal eben an den Nagel hängen können, denn dort werden vor allen Dingen Dieselfahrzeuge produziert und das ist ein riesengroßes Problem. Wie wäre es denn damit, wenn man nicht alle Plätze zubaut, sodass Luftzirkulation stattfinden kann? Wie wäre es denn, wenn man doch mehr Grün in den Innenstadtbereich setzt und beispielsweise nicht Ausgleichspflanzungen für die Abgrabung an der Ihme und dann nach Marienwerder verlegt? Das sind alles so Punkte, die durchaus einen positiven Effekt auf Luftreinhaltung haben, unabhängig davon, dass man großartig ins Verkehrsgeschehen eingreifen muss. Positionen bezogen die Parteivertreter aber auch zu den Themen Wohnraum, Bürgerbeteiligung oder Kita-Beiträge. 2 Wochen vor der Stimmabgabe ist der Wahlkampf damit in die entscheidende Phase übergegangen.